Hi Hits und Kids! Es ist endlich wieder Sonntag und wir starten diesen Gottesdienst mit unserem Lobpreis und wir gehen zusammen auf die Suche. Hey, also steh auf, tanz mit und sing mit! Finden. Wir schauen nach jedem Zeichen von ihm, selbst in dem Stall in der Krippe. Folge dem Stern durch die Nacht, nichts kann uns aufhalten. Die Suche führt uns um die Welt, wo ist der Retter, wo ist der Retter? Die Suche führt uns um die Welt. Die Suche führt uns um die Welt. Wo ist der Retter? Wo ist der Retter? Die Suche führt uns um die ganze Welt. Durch alle Welt. Wir warten auf einen König so groß, größer als wir es begreifen. Wir sehnen uns nach dem Retter, der kommt, unsere Welt zu befreien. Der Engel führt uns durch die Nacht, fürchte dich nicht, er ist Licht. Die Suche führt uns um die Welt, wo ist der Retter, wo ist der Retter? Die Suche führt uns um die Welt. Wo ist er? Die Suche führt uns um die Welt. Wo ist der Retter? Wo ist der Retter? Die Suche führt uns um die ganze Welt. Die Suche führt uns um die Welt. Thank you.
Die große Suche. Du auch? Es macht so viel Spaß. Genial, dass du heute mit dabei bist bei unserem Hillsong Kids Online Gottesdienst. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen und zusammen mit euch den zweiten Advent zu feiern. Wer von euch hat heute schon die zweite Kerze angezündet? Ich noch nicht. Das hole ich noch nach. Zuerst wollen wir jetzt noch unser Big Word, unseren fantastischen Vers zusammen singen, tanzen und auch auswendig lernen, denn es hilft uns unter der Woche daran zu erinnern, wer Gott ist, denn er ist unser wunderbarer Ratgeber, unser starker Gott und unser Friedensfürst, gell? Also, let's go! Hatte letzte Woche schon die ganze Zeit diesen Ohrwurm von dem Big Word und ich muss die ganze Zeit daran denken und das singen. Du auch? Voll gut. Hey, ich darf uns heute ermutigen mit dem Wort Gottes, aber zuerst habe ich eine Frage. Wer hier von euch würde sagen, er ist ein Experte? Bist du ein Experte? Ich bin mir sicher, wir haben so viele bei Hillsong Kids, die absolute Experten sind. Vielleicht Experten im Bereich Musik oder vielleicht bist du ein Experte, was Schmetterlinge angeht oder ein Experte für das Weltall. Vielleicht bist du so wie der Leon aus Konstanz, ein absoluter Experte, was Haie und Meerestiere angeht. Oder vielleicht bist du ein Experte da drin, Regenbogenkuchen zu backen und Slime herzustellen, so wie Sienna. Weißt du, es gibt für so viele verschiedene Sachen, gibt es Experten. Und ich habe uns heute eine Geschichte von drei Experten mitgebracht. Sie waren Sternexperten. Wow! Sie hatten so viel Ahnung, wenn es darum ging, in den Himmel zu schauen und die Sterne zu deuten. Okay, wir starten mit der Geschichte. Und zwar starten wir an dem Tag, an dem Jesus Christus geboren wurde. Die drei Experten, man nannte sie auch die drei Weisen aus dem Morgenland, sie haben davon gehört, dass ein neuer jüdischer König in Form eines Babys geboren sein sollte.
Und sie waren sich ziemlich sicher, dass die Nachricht sogar stimmte, denn sie schauten zum Himmel und sie sahen, da war ein neuer Stern. Den haben sie davor noch nie gesehen. Und sie waren sich sicher, dieser Stern, den man auch den Morgenstern nannte, er war der Hinweis und auch der Wegweiser zu diesem neuen König, Jesus. Also zogen sie los und folgten diesem Stern und sie gelangten nach Jerusalem, wie wir in der Bibel lesen können, gell? Sie kamen an und gingen zum König Herodes. Der war übrigens nicht unbedingt ein netter Kerl, gell? Und sie gingen zu ihm, sprachen mit ihm und sagten, hey Herodes, zeig uns, sag uns, wo genau finden wir diesen neuen jüdischen König? Wo finden wir ihn? Und König Herodes, dem hat es nicht gefallen, was er gehört hat. Die Frage hat ihm definitiv nicht gefallen. Und er war schockiert und wurde sogar ein bisschen eifersüchtig und hat daraufhin befohlen, dass alle Jungs unter 2 Jahre in Jerusalem getötet werden sollen. Und die 3 Weisen sind einfach drauf losgezogen, denn ich meine, die dachten sich bestimmt, hey, der Morgenstern, der hat uns aus dem fernen Osten bis hierher nach Jerusalem gebracht. Sicherlich finden wir jetzt noch genau das Haus, worin dieser neue König Jesus Christus ist. Also gingen sie los und siehe da, sie kamen zu einem Haus. Sie klopften und Maria und Josef und Jesus waren da. Und wisst ihr, was die Reaktion von den 3 Weisen, von den 3 Sternexperten war? Sie fielen auf die Knie voller Dankbarkeit und Lobpreis und sie legten Jesus ihre Geschenke dar, die sie mitgebracht haben. Weißt du noch, welche das waren? Gold, Weihrauch und Myrrhe, genau, sehr gut. Und sie waren so dankbar und siehe da, der Morgenstern, der von Gott geschickt wurde als Zeichen und als Wegweiser, er hat ihnen wirklich den Weg zu Jesus Christus, zum neuen König und zum Retter der Welt gezeigt. Weißt du, es gibt ziemlich viele Dinge, die wir suchen können und denen wir auch folgen können. Zum Beispiel Ruhm und Ansehen. Oder die coolsten Klamotten oder Geld. Oder auch, jetzt wenn wir über Weihnachten nachdenken, das allercoolste Geschenk, was nur ich krieg und sonst niemand und am allerbesten auch noch das allergrößte Geschenk. Aber weißt du, an Weihnachten, da erinnern wir uns daran, dass es nicht um Geschenke geht, sondern es geht um das größte Geschenk, was uns gegeben wurde an dem Tag, als Jesus Christus geboren wurde. Und das ist Jesus selbst. Er ist das Geschenk. Er ist unser Retter. Und ich will uns heute ermutigen, lasst uns in den nächsten Wochen, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, uns daran erinnern, dass wir nicht irgendwelchen anderen Sachen, irgendwelchen coolen Sachen folgen wollen, sondern wir wollen Jesus Christus folgen. Die 3 Weisen, sie folgten dem Stern, um Jesus zu finden. Hey und wir Hillsong und Kids, wir haben Jesus schon gefunden. Stimmt's? Wenn wir die Bibel aufschlagen, da lesen wir von ihm, da hören wir seine Stimme. Wir haben ihn schon gefunden und lasst uns ihm folgen. In Jeremia Kapitel 29, Vers 13 lesen wir Folgendes. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wow, hey, wenn wir uns in dieser Adventszeit auf die Suche begeben nach Jesus, dann wird er sich finden lassen. Vielleicht hörst du das jetzt zum ersten Mal und du sagst dir, ich will diesen Jesus Christus finden. Ich will ihn annehmen und mit ihm mein Leben verbringen. Und du wunderst dich vielleicht, wie soll ich das jetzt machen? Wie geht das? Lass mich dir sagen, es ist ganz einfach. Ich zähle gleich bis auf 3. Und dann darfst du, wenn du möchtest, ganz mutig deine Hand in die Luft strecken, als Zeichen, dass du heute Jesus Christus einlädst in dein Herz. Okay, 1, Jesus liebt dich. 2, Jesus hat den besten Plan für dich. Und 3, du darfst ganz mutig deine Hand zur Luft strecken. Fantastisch. Und Hillsong Kids, wir als Freunde beten jetzt alle zusammen.
Ich bete vor und du, da wo du bist, betest nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich zur Welt kamst und für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Komm in mein Herz, sei mein Retter, sei mein starker Gott und sei mein bester Freund. In Jesu Namen und Hills und Kids ruft Amen! Hey, herzlichen Glückwunsch, ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Und behalte ihn nicht für dich, sondern sag Mama oder Papa Bescheid. Und wenn du möchtest, schreib uns an folgende Adresse eine E-Mail. Lass uns davon wissen, denn wir würden dir super gerne gratulieren und dir eine Bibel, deine eigene Bibel zuschicken. Ich würde sagen, wir geben nochmal einen riesen Trommelwirbelapplaus für jedes Kind, was sich gerade für Jesus entschieden hat. Denn die Bibel sagt, der Himmel feiert eine Riesenparty, wenn sich nur ein Mensch für Jesus entscheidet. Yay! Okay, Hills und Kids, wir sind schon fast am Ende von unserem Gottesdienst. Aber vielleicht habt ihr letzte Woche schon gemerkt, wir haben am Ende von jedem Gottesdienst eine kleine Weihnachtsbastelaktion. Also würde ich sagen, checken wir doch mal die Bastelaktion von heute aus. Also, mach dich bereit, hol dir alles, was du brauchst und bastel fleißig mit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo, Hillsong Kids. Wir sind Emma und Tabea. Und wir wollen euch heute zeigen, wie man solche Schneeflocken-Girlanden bastelt. Was braucht man denn dazu? Watte. Was noch? Schere. Eine Schere. Einen durchsichtigen Faden. Genau, oder man nimmt Draht oder einen anderen Faden, was ihr zu Hause da habt. Und? Nadel. Ihr dürft auch gerne eine nehmen, die stumpf ist, was ihr zu Hause habt. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein bisschen Kleber, falls die Watte rutscht. Das war's auch schon. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr das basteln könnt. Zuerst schneidet ihr so viel von dem Faden ab, wie lang eure Kette sein soll am Schluss. Genau, du kannst mal abschneiden. So lang soll die sein. Und dann. So, Emma, jetzt kannst du auch abschneiden, wie lang deine Kette sein soll. So lang. Super. Und dann macht ihr oder eure Eltern unten mal zwei Knoten in den Faden, damit die Watte auch nicht abrutschen kann. Und wenn die Nadel durch den Faden durchgefädelt ist, dann wäre es toll, wenn ihr hier auch noch mal einen Knoten macht, damit die Watte dann nicht und die Nadel nicht rausrutscht. Und wenn das geschehen ist, dann seid ihr bereit zum Watteformen. Genau. Willst du das erklären? Also, man nimmt ein Stückchen Watte und dann kann man hier so Kugeln machen, kleine, große, dicke, verschiedene. Und dann fädelt man die durch die Mitte. Das ist super.
jetzt auch schon das zweite Mal. Tada! Und so sehen unsere Schneeflocken gelanden aus. Tschüss! Tschüss! Heute ist der Geburt der Retter. Gottes Geschenk in Stroh. Gebettet. Die Hoffnung der Welt, ein Licht in Ewigkeit. Komm, Erde, freue dich zur Weihnachtszeit. Nun gibt eure Stimme, singt ihm sein Lob zu Weihnacht. Freut euch, der König ist Gott geboren. Zu Weihnacht hört den Freudenschall. Zu Weihnacht preist ihn überall. Zu Weihnacht. Friede sei aller Welt und Freundlichkeit. Komm, Erde, zur Weihnachtszeit, zur Weihnachtszeit. Nun gibt eure Stimme, singt ihm sein Lob. Zur Weihnacht, freut euch, der König ist.